Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sprechen kann und extra aus der Schweiz anreisen durfte. Vielen Dank. Ich werde jetzt bestimmt einige Dinge sagen, die Sie schon gehört haben, aber ich denke mal, so ein paar Wiederholungen sind manchmal auch nicht schlecht. Zum Umgang mit Begriffen, ich fand es einen wichtigen Punkt, den Sie gemacht haben, dass man eben die Begriffe framed, oder Sie haben eben jetzt die Begriffe sozusagen, wie sagt man, blass gedruckt. Ich habe jetzt keine PowerPoint-Präsentation, deswegen muss ich das irgendwie sprachlich versuchen, also paraphrasieren und so weiter. Ich finde es aber trotzdem eben selber auch wichtig, die Begriffe eben nichtsdestotrotz zu verwenden, um eben sozusagen das Spektrum aufzuzeigen. Damit wir irgendwie auch, also die Analyse muss ja schon irgendwie auch erkennen, womit wir es zu tun haben. Also wir müssen es irgendwie mal analysiert und benannt haben. Ich werde kurz einleiten mit historischen Aspekten. Dann werde ich auch noch mal einige antifeministische und Anti-Gender-Argumente analysieren oder beschreiben. Ich möchte hier auch explizit sagen, dass ich mich auf Diskurse beziehe, die eben im sogenannten Mainstream stattfinden, also nicht die rechtspopulistischen extremen Beispiele, sondern eigentlich eher sozusagen die eben Eingang in die Mainstream-Medien gefunden haben. Ich beziehe mich natürlich vor allem auf Quellen, Material und Medienerzeugnisse aus der Schweiz, weil ich da ja auch forsche, aber ich denke, die Argumentationsweisen, also so wie ich das jetzt einschätzen kann, sind extrem ähnlich. Also ob was jetzt in der Zeit oder eben in der NZZ steht, das ist, also kann man wirklich sehr gut vergleichen. Und dann möchte ich am Schluss noch mal eine kurze Zeitdiagnose versuchen, warum gerade jetzt, was mit welchen gesellschaftspolitischen, sozioökonomischen Entwicklungen hat das eigentlich zu tun, dass jetzt quasi eben diese Anfeindungen gerade wieder so zugenommen haben. Im Jahr 1880 veröffentlichte die Schweizer Schriftstellerin Johanna Spyri Heidi. Das Buch wurde kurz darauf zum internationalen Erfolg, denn es kam zum richtigen Zeitpunkt. In vielen europäischen Ländern verbreitete sich während dem Fin de siècle ein antimoderner Zeitgeist. Beklagt wurde ein gesellschaftlicher Wertezerfall, die Zerstreuung der traditionellen Kultur, der Geschlechterordnung und der nationalen Identität. Der um sich greifende Kulturpessimismus war eine Absage an den Fortschritt, an Aufklärung und Emanzipation. Insbesondere an die Emanzipationsbestrebungen der Juden und Jüdinnen, aber auch der Frauen. In Kunst und Literatur gedieh die Sehnsucht nach Romantik und Heimat. Völkische Weltanschauungen setzten sich als ästhetisches Konzept durch. Und eben auch die Heidi-Geschichte entfaltet quasi das Grundmotiv des Völkischen, nämlich die Idee, es gäbe so etwas wie einen natürlichen, rundum harmonischen Urzustand. Heidis Begegnung mit der modernen, urbanen Welt wird von Spyri als traumatische Erfahrung beschrieben. Heidi ist nämlich nicht auf der Suche, sie wird nicht erschüttert durch die Möglichkeit eines anderen Seins oder Andersseins, vielmehr will sie zurück in das verlorene Paradies der Berge. Die weite Welt bringt keine Veränderung, sondern bestätigt das Mädchen in dem, was es ist. Und so kehrt Heidi zurück in die Berge und kümmert sich für den Rest ihres Lebens dann um zwei alte Männer, also in der Originalfassung. Jetzt gibt es ja auch Verfilmungen und da ist es ja auch dann ein bisschen umgeändert. Die Geschichte ist bis heute populär, millionenfach verkauft, unzählige Male verfilmt. Heidi ist zwar kein aggressives Blut- und Bodenstück, das Fazit ist aber unmissverständlich. Natur ist gut, Kultur und Zivilisation sind schlecht. Heidi steht für das, was Adorno Selbstidentität nannte. Also für die Sehnsucht danach, dass Gefühle, Denken und Erleben übereinstimmen und nicht irritiert werden durch die Möglichkeit des Andersseins oder durch die Möglichkeit der Veränderung. Ute Planert hat gezeigt, wie sich der antimoderne Zeitgeist gegen Ende des 19. Jahrhunderts sowohl mit Antisemitismus als auch Antifeminismus verband. Juden wie auch Frauenemanzipation wurden für den Zerfall von Einheit und Reinheit verantwortlich gemacht. Sie repräsentierten die verhassten
demokratischen Institutionen, Intellektualität, Urbanisierung. Nicht zuletzt gab man ihnen die Schuld an der Verweichlichung der Männer und damit an der Schwächung des Nationalen oder der Nation. Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht. Gleichwohl weisen die aktuellen Entwicklungen und Debatten im europäischen Raum einige Parallelen zum Antimodernismus des Fin de siècle auf. Auch heute wird verstärkt ein Wertezerfall beschworen und damit die Vorstellung verbunden, es gäbe so etwas wie eine natürliche, also vorgesellschaftliche, vorpolitische Ordnung, die nun durch äußere oder auch innere Feinde korrumpiert werde. Zum Beispiel eben durch die Lügenpresse, durch die Scharia, den Staat, Geflüchtete oder durch Feminismus und Gleichstellung. Dass zu Geschlecht und Sexualität kontrovers politisiert wird, ist nicht neu. Feminismus wird geächtet und bekämpft, seit es ihn gibt. Die antifeministischen Kräfte sind manchmal stärker und lauter und manchmal leiser. Im Moment sind sie wieder lauter. Der klassische Antifeminismus richtet sich gegen Frauenbewegungen und deren politische Forderungen. Die aktuellen Anfeindungen, und das ist eine These, die wir so entwickelt haben in soziologischen Analysen, Paula Villa vertritt sie auch und Andrea Mayhofer, mit der ich viel auch geforscht habe zu Antifeminismus und Antigender. Also die aktuellen Anfeindungen zielen jetzt eben verstärkt gegen Gender. Das Feindbild ist also breiter geworden und unter dem sogenannten Antigenderismus wird nicht nur gegen Feminismus gehetzt, sondern auch gegen Gender Mainstreaming, Sexualpädagogik, die Anliegen von Lesben und Schwulen und Inter- und Transmenschen und nicht zuletzt eben gegen die Gender Studies als Wissenschaft. Dass sich der Hauptangriffspunkt zu Gender verschoben hat, bedeutet nicht, dass Feminismus nicht nach wie vor angefeindet würde. Also das haben wir jetzt auch schon alles eben gehört, Frauenhäuser und so weiter oder eben gerade die maskulistische Männerrechtsbewegung. Antifeminismus ist also nach wie vor sehr stark präsent und häufig sind eben beide Phänomene, also Anti-Gender-Positionen und Antifeminismus sind natürlich argumentativ, konstitutiv miteinander verwoben. Mit Anti-Gender-Positionen findet aber eine Akzentverschiebung statt, die spätestens mit der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 eingesetzt hat. Auf dieser Konferenz wurde nämlich der Begriff Gender erstmals in internationale Beschlüsse aufgenommen. Dies löste schon damals zahlreiche Einwände auf, die bis heute vorgebracht werden. Vor allem seitens eben des Vatikans damals, die katholische Kirche hat sich vehement dagegen gewehrt und das sehen wir eben heute auch. Der Papst hat ja auch eine ganz starke Anti-Gender-Haltung. Und wichtig ist zu sehen, dass diejenigen, die eben Gender diffamieren, dass die eben sehr wohl verstanden haben, was Gender impliziert, nämlich dass es eben ein postnaturalistisches Verständnis von Geschlecht ist. Und dass das eben auch eine große Verunsicherung ist, wenn eben Vorstellungen hinterfragt werden, Geschlecht sei etwas Unveränderliches oder Naturhaftes. Also dass Gender das hinterfragt, das haben die ganz genau verstanden. Und ich finde es auch sehr beachtlich, wenn man zum Beispiel Interviews mit Birgit Kelle, das ist eine christlich-fundamentalistische Publizistin und im Netz finden sich viele Interviews mit ihr und sie ist also unglaublich informiert. Also sie kann Gender-Theorie also auswendig. Sie weiß genau, wovon sie spricht. Das sind eben keine irgendwie so, was weiß ich, Holzköpfe, die keine Ahnung haben, sondern das ist sehr präzis, wie sie das eben auch dann dekonstruiert und wie sie ganz genau weiß, was los ist. Also eben Judith Butler und so weiter kann sie zitieren. Anti-Gender-Allianzen versuchen, kurz gesagt, eben traditionelle Vorstellungen von Geschlecht zu zementieren. Das wurde auch schon jetzt immer deutlich gemacht, da eine offensive Infragestellung von Gleichheit oder gar die Behauptung, Frauen seien minderwertig, politisch, also zum Rechtsaußen natürlich schon, aber jetzt sozusagen in der politischen Mitte bis AfD ist es eben politisch nicht mehr opportun oder mehrheitsfähig zu sagen, Frauen sind minderwertig. Also sozusagen die formale Gleichstellung wird eigentlich also geteilt, darauf muss man sich fast berufen, sonst ist man eben überhaupt nicht glaubwürdig. Dass Männer und Frauen an Rechten gleich sind, wird eben als formale Formel weiterhin akzeptiert. Aber
Und da kommt eben jetzt Gender ins Spiel. Das heutige Argument ist, trotz gleicher Rechte sind eben Geschlechter von Natur aus verschieden. Und deshalb sind fortbestehende Ungleichheiten eben dann doch normal oder legitim oder notwendig. Also Gender wird in dieser Logik quasi als eine übertriebene Gleichstellungspolitik diffamiert. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von einem Blogger, Stefanolix, der ist sehr aktiv eben in dieser Anti-Gender-Blog-Sphäre. Er schreibt, ich zitiere, kein überzeugter Demokrat kann das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Deshalb ist ein Feminismus, also er ist für Feminismus, im Sinne des Eintretens für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch heute notwendig. Entschieden weist er jedoch die Absurdität eines Genderismus zurück, denn in ihrer Absolutheit geht die Gender-Ideologie weit über den Feminismus hinaus. Zitat Ende. Hier zeigt sich also die Verschiebung zu Anti-Gender. Feminismus, der bislang eben die Zielscheibe, explizite Zielscheibe von Angriffen war, wird quasi sogar zu einem bedeutsamen gesellschaftlichen Entwicklungsschritt stilisiert oder zumindest als geringeres Übel angesehen. Genderismus aber sei, wie die konservative Theologin Gabriele Kubi schreibt, ein aus dem Ruder gelaufener Feminismus, der weit mehr wolle als rechtliche Gleichstellung, nämlich eben Menschen umerziehen, ihnen die natürlichen Fundamente wegnehmen und so weiter. Also die Rede ist auch von einem Gleichstellungsexzess. Und ich denke auch eben genau dieses Selbstbild von, ja, Feminismus war ja wichtig, weil da haben wir Gleichstellung erreicht, das ist auch genau in diesen antimuslimischen Argumenten wird das ja stark gemacht, also wo dann plötzlich eben Gleichstellung oder Geschlechtergerechtigkeit als etwas abendländisch Fortschrittliches erscheint, um diese Abgrenzung zu den sogenannten anderen zu machen. Die neue Rhetorik gegen Gender macht den sehr schlauen Spagat möglich, gleichzeitig für Gleichstellung und gegen Gleichstellung zu sein. Das heißt, man positioniert sich für die bereits erreichte Gleichstellung, aber bitte nicht mehr. Schließlich, so das Argument, sind wir längst gleichgestellt. Genderismus ist in dieser Logik das neue Feindbild, ein ausgearteter Feminismus, der zu weit geht, weil er auch noch Frauen und Männer abschaffen will oder Homosexualität und Zweigeschlechtlichkeit nicht mehr als Norm akzeptiere. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass Konzepte wie Gender oder Gender Mainstreaming ja durchaus auch umstrittene Begriffe sind, also auch unter uns. Also es geht mir tatsächlich um die pauschalen Kritiken, aber ich denke, das ist auch klar, oder dass eben Gender ja oder Gender Mainstreaming ja tatsächlich auch umstrittene Konzepte sind. Hier geht es mir eben um diese pauschale Abwehr und nicht um Leute, die ja wirklich einen kritischen Diskurs wollen über diese Themen, was ja auch legitim und wichtig ist. Was Anti-Gender-Positionen heute relevant macht, ist der Umstand, dass sie sich europaweit mit rechtspopulistischen, fundamentalistischen Rhetoriken und Dynamiken verbinden, aber gleichzeitig auch stark salonfähig eben in der sogenannten bürgerlichen Mitte bis links liberal sind. Das heißt, Anti-Gender-Positionen haben eine Scharnierfunktion. Extrem unterschiedliche Akteurinnen werden über diese Anti-Gender-Argumentation zusammengebracht und einen sich sozusagen auf ein gemeinsames Feindbild. Wirkmächtig werden Anti-Gender-Positionen zum Beispiel als Element anti-etatistischer Politik. Gender wurde in den vergangenen Jahren eben auch, weil es institutionalisiert wurde, passt es eben genau gut in diese anti-etatistische Argumentation. Gender ist tatsächlich Teil von politischen Institutionen geworden und die Geschlechterforschung ist als Wissenschaft an der Uni angekommen und wird dort eben auch finanziert, und das passt eben dieses Feindbild der Schlagwörter von eben vorgeblicher Indoktrination von oben, wahlweise eben dann auch durch die Brüsseler EU-Bürokratie oder den Staat. Gender sei Teil einer Staatsraison, einer Gender-Lobby. Bei uns wird das Verhältnis von Mann und Frau, ich zitiere, zur Staatsraison, titelte zum Beispiel die Diskussionssendung Hart aber fair. Antigenderismus ist Teil der aktuell verbreiteten Rhetorik, die Bevölkerung als von oben herab manipuliert darstellt. Ich werde jetzt kurz auf einige Argumentationsmuster eingehen.
zum Beispiel die Warnung vor der Pluralisierung. Das ist so, vor allem verbreitet eben bei, bei christfundamentalistischen AkteurInnen. Und diese Vorstellung, die Familie werde zerstört und die Gesellschaft homosexualisiert. Der Schweizer Bischof Huonda schreibt zum Beispiel, ich zitiere, der Genderismus, also das ist jetzt eben Zitat Bischof, der Genderismus betrachtet jede sexuelle Praxis, lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, als gleichwertig mit der Heterosexualität. Und das ist offensichtlich eben sehr schlimm. Und die Organisation, also christfundamentalistische Organisation Zukunft.ch, warnt, dass der, also ich zitiere, Zusammenhang zwischen biologischem Geschlecht, sozialer Geschlechterrolle und sexueller Orientierung durch die Gender Studies aufgelöst würde. Dies habe eine Erschütterung der Familie, den Grundfesten der Gesellschaft zufolge und mithin einen Zerfall insgesamt. Also da sieht man auch diese historischen Wiederholungen. Und dann wird natürlich auch ganz stark diese Verbindung von Weiblichkeit und Mutterschaft immer wieder proklamiert, also dass eben Gender daran schuld ist, wenn Frauen sich nicht mehr als Mütter definieren. Genau. Und ganz zentral ist hier auch dieses Thema der Frühsexualisierung und der Verdacht, dass eben Kinder homosexuell werden, wenn sie schon nur davon hören. Also das ist sozusagen die Vorstellung. Ja. Und jetzt komme ich zum Argument der Gleichmacherei. Ich finde das eben interessant, weil das eben sehr vorherrschend ist in den Mainstream-Medien. Also das ist sozusagen eben ob in der Zeit oder in der NZZ, ist sozusagen das vorherrschende Argument, dass diese so Gleichmacherei. Genderismus würde die Unterschiede zwischen Mann und Frau leugnen und würde eben Geschlechter gleich machen. Hier ist das Szenario nicht Pluralismus und Chaos. Also es ist ja auch sehr widersprüchlich. Die einen befürchten den Zerfall und die Pluralisierung und die anderen haben so ein Orwellsches Szenario von androgyner Gleichgeschaltetheit im Kopf. Also diese Drohszenarien sind sehr unterschiedlich. Gefürchtet wird, und ich zitiere jetzt eben aus der Basler Zeitung, das ist eine mittlerweile vor allem eben von rechtskonservativen Journalisten geschriebene Zeitung in der Schweiz, gefürchtet wird ein Frankenstein ohne Geschlecht, also Zitat, wie der Schweizer Journalist Markus Somm es formuliert. Die VertreterInnen der Gleichmacherei-These stellen Gender unter den Verdacht des Totalitarismus und inszenieren sich selbst als Tabubrecher, die angeblichen totalitären Gender-Bestrebungen eben entlarven und uns natürlich auch davon befreien. Also das sozusagen das revolutionäre Subjekt wird ja jetzt von den Rechten besetzt. Also diese Vorstellung, die Menschen von Totalitarismus zu befreien. Das sind genau diese Verkehrungen, die Sie auch schon sehr gut aufgezeigt haben. Dabei versuchen Sie im Gegensatz zu den christlich-fundamentalistischen Akteuren nicht so offensichtlich antimodern zu argumentieren. Es wird weniger mit moralischen Begriffen argumentiert, sondern eben mit Begriffen wie Objektivität oder Unwissenschaftlichkeit. Gender wird vor allem als Wissenschaft angegriffen. Es handle sich um eine ideologische Wissenschaft, die alle Menschen gleich machen will, zu untersuchen, warum es bis heute, ich zitiere, kaum Zimmerfrauen oder Elektrikerinnen gibt. Es ist übertrieben, schreibt Somm. Früher, so sein Argument, habe es in der Tat gravierende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern gegeben. Inzwischen bewegen wir uns jedoch im Mikrokosmos der angeblichen Ungerechtigkeit. Gleichstellung sei erreicht und er bezeichnet das auch als urliberales Anliegen, also hier eben durchaus die Zustimmung zum Gleichstellungskonzept. Und die noch vorhandenen Mini-Unterschiede, also ich zitiere weiter, nicht wegzuerziehen. Das Bild der Gender-Diktatur ermöglicht es Somm, sich als Freiheitskämpfer zu inszenieren. Und das ist eigentlich insgesamt ein wichtiger Moment der aktuellen Verkehrungen, bei denen sich eben Rechtspopulistinnen als die revolutionären Befreier des Volkes positionieren. Diesen Befreiern zufolge müssen also Freiheit und Demokratie gegen die totalitäre Gender-Doktrin verteidigt werden. Dementsprechend plädiert Somm in seinem Text für das Recht, unterschiedlich sein zu dürfen.
Also wir sind für Vielfalt, schreibt er. Allerdings betont er zwei Sätze später, welche Art der Unterschiede ihm vorschwebt. Sein Plädoyer für Verschiedenheit ist genau besehen ein Plädoyer für eben ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen zu sein haben. Er schreibt, Mädchen spielen nun mal mit Puppen. Somm geht es also nicht um einen tatsächlichen Pluralismus, sondern um den Erhalt traditioneller Unterschiede, um den Erhalt einer bestimmten Ordnung. Der clevere Zug dabei ist, dass das Festhalten an Klischees und Normen jetzt als liberales Anliegen, als Inbegriff von Freiheit erscheint. Frei bedeutet eben für Mädchen, gemäß ihrer Natur, Puppen spielen zu dürfen. Neu ist hier nicht die Naturalisierung, sondern deren Kombination mit dem Argument, Gleichstellung sei längst erreicht und jegliche weiteren Anstrengungen übertrieben. Infolgedessen erscheinen auch Forderungen, erscheint natürlich dann auch Forschung, also als überflüssig, also Forschung, die zum Beispiel fortbestehende Ungleichheit oder Diskriminierung erforscht, wie das die Gender Studies ja tun, die sind dann eben auch nicht mehr nötig, weil es sind ja nur noch so Mini-Ungleichheiten. Es geht jedoch auch noch um etwas anderes, nämlich um den folgereichen Unterschied von formaler und materieller Gleichstellung. So verstehen Somm und andere unter Gleichstellung eben lediglich diese formale Gleichstellung, gesetzliche. Hierin erschöpft sich für sie die gesellschaftliche und staatliche Verantwortung. Weitergehende Forderung nach einer materiellen Umsetzung und Herstellung tatsächlicher Gleichstellung, wie sie ja in der Verfassung bei uns in der Schweiz festgehalten ist und in den meisten europäischen Verfassungen oder Grundgesetzen, da geht es eigentlich darum, diesen Auftrag, die Gleichstellung eben nicht nur formal festzuhalten, sondern auch zu investieren und die materielle umzusetzen, den abzuwehren. Genau, das ist wichtig. Mal ein bisschen kürzen. Das Argument der Gleichmacherei, das hatten wir auch schon kurz, wird häufig auch mit der Diskreditierung der sogenannten Political Correctness und einer Abwertung der Karikierung von Opfern verknüpft. Akteurinnen aus den Gender Studies, LGBTQ-Organisationen oder Feministinnen werden dann eben der Opferideologie bezichtigt. In der NZZ war jetzt gerade der Text mit dem Titel Opferautoritarismus bezichtigt und ihre Anliegen werden eben dann, geschrieben wird halt, sie würden ihre Anliegen auf autoritäre Weise vertreten und was halt eben auch diese Umkehrung wird, erfolgt da, dass eben eigentlich harmlose Anliegen wie Transgender-Toiletten oder eine inklusive Sprache jetzt plötzlich als gefährlich gelten. Der inflationäre Gebrauch dieses Totalitarismus-Vorwurfs hat zur Folge, dass das Binnen-I oder Gender Gap als die größten Feinde der freien Gesellschaft erscheinen. Und das hat eben auch, das finde ich sehr fatal, zur Folge, dass überhaupt insgesamt Vorstöße, die Gesellschaft verändern wollen oder aktiv gestalten wollen, als gefährlich diskreditiert werden. Caroline Ehmke sagt dazu in einem Interview, Liberale müssten sich vorwerfen lassen, dass sie mitgelacht haben, als es Mode wurde, eine auf die Herstellung tatsächlicher Gleichberechtigung verpflichtete Politik dem Spottpreis zu geben. Ich zitiere Ehmke, es gab in den letzten Jahren ein zunehmend artikuliertes Unbehagen, ob es nun nicht doch etwas zu viel sei mit der Toleranz und ob diejenigen, die anders glauben, anders aussehen oder anders lieben, nicht langsam auch mal zufrieden sein könnten. Also im Prinzip ist es Anti-Political Correctness, eine Strategie, um zu sagen, jetzt reicht es eigentlich mal mit der Emanzipation, also bis hierher, aber nicht weiter. Ich komme zum letzten Anti-Gender-Argument, das richtet sich vor allem gegen die Wissenschaftlichkeit. Es wird eben gesagt, Gender Studies würden die Naturwissenschaften ausblenden und mithin sind Gender Studies in dieser Argumentation dann eben auch falsch, weil eigentlich auch eine Vorstellung von Wissenschaft proklamiert wird, in der eben alles, was nicht naturwissenschaftlich ist, im Prinzip keine Erkenntnis generieren kann. Also das ist auch eine
sehr positivistische, verkürzte Vorstellung von Wissenschaft, in der es eben keine Interpretationen oder Auslegungen oder verschiedene theoretische Perspektiven geben kann, sondern es geht darum, die Wahrheit zu erkennen und zu beschreiben, das So-Sein zu beschreiben, wie es ist. Und dann natürlich auch aus dem So-Sein auf das Sollen schließen zu können. Also weil Menschen so und so sind, muss das auch immer so sein. Wissenschaft soll im Prinzip genau diesen Zugang zu Wahrheit einfach bestätigen. Wissenschaft muss aus dieser Sicht beweisen, was wahr und falsch ist, und ist eben kein Prozess einer kontinuierlichen Wahrheitssuche. Und ist eine Absage an Ambiguität, Komplexität und auch eine Absage an kritische Reflexion. Besonders deutlich zeigt sich das, wenn auf Alltagserfahrungen oder den gesunden Menschenverstand gepocht wird. Das wird dann so getan, als ob eben der gesunde Menschenverstand etwa eine Kategorie wäre, die völlig unabhängig vom Zeitgeist ist, wie eben Markus Somm das auch in seinem Text formuliert. Ich sehe doch, dass Mädchen mit Puppen spielen, also dass eben der gesunde Menschenverstand sieht das doch. Und Wissenschaft ist dann in diesem Verständnis nur dann akzeptiert, wenn sie eben die Vertrautheit der Alltagserfahrung bestätigt. Das, was nachvollziehbar ist und bereits gewusst wird, soll bestätigt werden. Kontingenz und historische Gewordenheit wird geleugnet. Rosi Braidotti beschreibt diese Entwicklung als theoriefeindliche Wende. Es zeigt sich darin auch die Ideologie der freien Marktwirtschaft, denn der Neoliberalismus hat Anti-Intellektualismus zu einem hervorstechenden Zug unserer Zeit gemacht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es hier darum geht, kritische Theorie zurückzuweisen, weil kritische Theorie eben die Gemachtheit, die gesellschaftliche Gemachtheit immer wieder aufzeigt. Und genau dafür will aber der Markt nicht aufkommen, weil wenn etwas gemacht ist, dann muss man ja auch verantwortlich sein. Und genau, also diesen Zusammenhang von Neoliberalismus und Anti-Intellektualismus finde ich eine sehr spannende Sache. Jetzt habe ich noch 5 Minuten, 3 Minuten? 3, okay. Genau, es geht eben um diesen, ich möchte noch kurz diese Zeitdiagnose eintauchen. Ich hatte hier noch einen kleinen Abschnitt zum Thema, wie sich jetzt eben neoliberale Prämissen mit dem völkischen Denken verbinden. Also es geht eigentlich immer darum, eben abzuwehren, dass Gesellschaft gemacht ist. Im völkischen Denken wird dann auf die Natur rekurriert, im neoliberalen Denken wird auf den Markt rekurriert, der eben alles halt von sich aus regelt und die Gesellschaft muss da nichts tun. Also Ungleichheit ist quasi ein hinzunehmendes Prinzip. Und da finden sich eben über diese Anti-Gender-Argumentation finden eben diese Akteurinnen zueinander, was eben auch das so sehr Mainstream-fähig macht. Genau, es geht eben auch jetzt um die Frage, es gibt da verschiedene Thesen, warum wir jetzt gerade diese Argumentation wieder so stark haben, und ich möchte nur auf einige ganz kurz skizzieren. Es gibt eben von Ilse Lenz und von Alexandra Weiß, Andrea Mayhofer oder Andreas Kemper dazu schon verschiedene Thesen. Wimbauer zum Beispiel sagt, das wäre die optimistische Interpretation, weil eben Feminismus und Gleichstellung und so weiter sehr sichtbar ist und auch in dem Sinne sehr erfolgreich, oder eben Minderheiten ihre Anliegen heute sehr sichtbar formulieren in der Gesellschaft, dass jetzt sozusagen darauf reagiert wird und dass eigentlich diese heftigen Angriffe auch als Erfolg gedeutet werden können der emanzipatorischen Bewegungen. Also das ist eben Spekulation, aber vielleicht ist es ja so. Also ein Verweis auf die Erfolge auch von feministischen oder gleichstellungspolitischen Schritten. Und Feminismus ist natürlich auch immer, also Antifeminismus ist sozusagen auch im Rahmen von Prekarisierungstendenzen, also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, die These, dass eben durch die Entsicherung der Gesellschaft und die zunehmende Ungleichheit sehr stark eine Retraditionalisierungsdiskurs stattfindet, der eben versucht, diese Prekarisierungstendenzen mit traditionellen Geschlechtervorstellungen wieder festzuklopfen. Also das finde ich auch eine interessante Zeitdiagnose,
was eben historisch offensichtlich auch beobachtet werden kann, dass es immer in sehr starken Perioden der Transformation, in historisch sehr schwierigen Zeiten dann eben sofort auf sehr konservative Geschlechterbilder zurückgegriffen wird, um eben sozusagen diese Entsouveränisierung oder diese Angst, Zukunftsängste und so weiter zu stabilisieren, wo eben plötzlich das Heim und die Familie und die Frau als Sozialpuffer von Prekarisierungstendenzen wieder aufgerufen werden. Genau, ja, das ist eigentlich jetzt so, das war jetzt wirklich sehr verkürzt, diese Zeitdiagnosen, aber wir können auch irgendwie gucken, ob wir das Manuskript irgendwie zirkulieren lassen können, dann können Sie es noch ein bisschen eingehender lesen. Okay, danke.